Guten Morgen! Heute möchte ich euch aus meiner Sicht erklären, warum ein Veganer in Deutschland nicht das Recht hat, auf andere Menschen herabzuschauen und sie zu verurteilen. Und natürlich auch in fast jedem anderen Land. Wir leben hier in Deutschland in einer Gemeinschaft, die sich auf das Recht der Ausbeutung der Tiere, sprich das Halten, Quälen und Essen von Tieren, in einem politischen Konsens geeinigt hat und dies alle 4 Jahre wieder tut. Das politische System, was dem zugrunde liegt, also die parlamentarische Demokratie, ist ebenfalls das, was die meisten Menschen dieser Gemeinschaft wollen. Und entsprechend ist diese Entscheidung, tierische Nahrung zuzulassen und damit die Ausbeutung anderer Lebewesen rechtens, ausgehend von der Formulierung des Menschen und was er als Recht begreift und entsprechend umsetzt. Man kann zwar als Individuum oder als Gruppe von Menschen, wie eben wir Veganer, innerhalb der Gemeinschaft ein anderes Rechtsempfinden haben, aber wenn man Teil der Gemeinschaft ist und bleiben möchte und damit eben auch die Vorzüge dieser Gemeinschaft in Anspruch nimmt, dann kann man nicht andere Menschen wie den Omnivoren das Recht absprechen und entsprechend aggressiv und anmaßend auftreten. Es widerspricht einfach den gemeinschaftlich akzeptierten Grundtenor. Natürlich kann man eine andere Meinung haben und auch ein anderes Rechtsverständnis. Nur dann muss man trotzdem das Recht, was die Gemeinschaft, die Mehrheit der Menschen dieser Gemeinschaft als Recht festgehalten hat, anerkennen. Zumindest in erster Instanz, und kann sich nicht hinstellen und über alle Menschen dieser Gemeinschaft den Stab brechen und sich über diese erheben. Was man tun kann, das ist die Gemeinschaft von innen heraus zum Umdenken zu bewegen und die Menschen inspirieren und sanft und vor allem respektvoll dazu animieren, über geltendes Recht nachzudenken. Gemeinsam und nicht von oben herab und nicht mit einer aggressiven und einer gemeinschaftsverachtenden Attitüde. Man ist doch Teil der Gemeinschaft und nur wenn das Teil mit all den anderen Teilen auch interagiert, dann funktioniert die Gemeinschaft als solches. Wenn sich viele Teile einfach lösen, wie jetzt die Veganer, und außerhalb des Gemeinschaftskörpers ein neues kleines System aufbauen, was natürlich eine komplett neuartige Gemeinschaftsintelligenz inklusive eines neuen Rechtsempfindens darstellt, dann wird dieses neuartige System in sich wunderbar funktionieren. Nur ist es de facto noch das Teil des größeren Systems, wie zum Beispiel Deutschland. Und zwei voneinander losgelöst gut funktionierende Systeme sind dann aber extrem schwer zu einem System zusammenzusetzen. Gerade wenn es ausschließende Faktoren gibt und das vegane Rechtsempfinden hat eben 0 Teilmenge mit dem zum Beispiel von dem deutschen Recht, insbesondere was natürlich die Tiere angeht. Wäre es nicht viel sinnvoller und innerhalb des Systems und das innerhalb bedeutet, dass man das System, also die Gemeinschaft respektiert und geltendes Recht respektiert und die Menschen in dieser Gemeinschaft respektiert, um dann ausgehend von einer gesunden Basis des Respekts das System zu erneuern, anzupassen oder von mir aus auch weiterzuentwickeln? Eben nicht sich separiert und aber trotzdem in dem System bleibt. Es ist ja nicht so, dass der Großteil der Veganer so konsequent ist und sagt, ich finde diese Gemeinschaft und deren Rechtsempfinden so schlimm, dass ich einfach mich davon löse, weil ich eben kein Teil mehr davon sein möchte. Das wäre konsequent. Sondern man partizipiert eben weiter an den vielen Vorteilen einer dieser Gemeinschaft. Dann sich hinzustellen und rumzumeckern und andere zu beschimpfen, das ist einfach unseriös und ganz ehrlich, emotional absolut vollkommen nachzuvollziehen, aber geistig einfach total beschränkt.
weil man eben aufgrund der obigen Zusammenhänge damit nicht bewirkt, dass das System sich ändert, sondern weil man seinen Ego-Trip durch sein Rechtsempfinden legitimiert und entsprechend man auch auf universeller Ebene nicht davon reden kann, dass dies, obwohl er jetzt vielleicht ein Veganer ist, ein moralisch besserer Mensch ist. Denn andere Menschen nicht zu respektieren, nur aus dem Grunde, dass diese ein anderes Rechtsempfinden haben, ist nichts anderes als Menschen, die Tiere nicht respektieren. Nur wenn ein Mensch es schafft, jedes Lebewesen inklusive der Menschen und deren Empfindungen zu respektieren, die eben nicht unseren gleichen müssen, dann können wir von einer moralisch integeren Persönlichkeit reden. Wenn man nur Menschen respektieren kann, die unserem eigenen Rechtsempfinden gleichen und andere verurteilen, dann ist das quasi dasselbe Level wie ein Mensch, der Tiere nicht respektiert und diese eben verspeist, obwohl es nicht notwendig ist. Wenn ihr wirklich etwas erreichen wollt und nicht euren veganen Ego-Trip durchziehen wollt, ich sagt das extrem provozierend, mir ist das bewusst, aber um es einzuschärfen, dann respektiert die Menschen in der Gemeinschaft, in der ihr lebt, und versucht diese Gemeinschaft mit Inspiration, respektvollen Diskussionen und Anregungen zu verändern. Dies kann auf vielen Ebenen passieren. Ihr könnt euch privat, beruflich oder politisch engagieren, rumheulen, meckern, auf andere draufhauen und andere angreifen. Das ist einfach nur die Befriedigung eures Egos. Das ist nicht moralisch irgendwie gut. Wenn ihr euer eigenes System kreiert, schafft ihr nur Leid und eine Spaltung der Gemeinschaft. Und dieses führt nicht zu dem Ziel, was wir alle haben. Eine Menschheit, die respektvoll mit allen Lebewesen und der Natur umgeht. Von daher nochmal deutlich mein Appell an alle Veganer, die auch tatsächlich das Ziel haben, die Welt positiv zu verändern und nicht nur ihren eigenen, ja, ihre vegane Befriedigung zu wollen. Integriert euch und ändert die Gemeinschaft von innen mit Respekt, Liebe und Leidenschaft. Ja, und wenn ihr zu dem Thema oder zu irgendeinem anderen gerne mit mir reden wollt, dann bin ich heute Abend wieder für euch da, ab um 8. Ich bin wie immer gespannt auf die Themen heute Abend und welche Dynamik sich heute wieder entwickelt. Es hat sich bisher immer ganz gut gemacht, wenn ich direkt am Start jemanden in der Leitung habe. Bisher hat mich allerdings noch keiner angeskypt, dass er der Erste sein möchte heute Abend. Also wenn ihr direkt um 8 mit mir loslegen wollt und da könnt ihr auch vorher gleich mal einen Technik-Check machen, ob das auch gut bei euch funktioniert, dann addet mich heute unter Skype Premium Live und ja, sagt mir einfach Bescheid. Ansonsten hoffe ich, dass ich heute ein wenig darauf sensibilisieren konnte, nicht gegen die Gemeinschaft, in der man lebt, zu arbeiten, sondern mit der Gemeinschaft. Ich wünsche euch noch eine angenehme Woche und vielleicht sehen wir uns ja heute Abend zum Live-Talk um 8 auf meinem Kanal. Bis dahin, Euer Christian. Tschüssi.